spielen wir mal was anderes. Aber das ist so ein Spiel, finde ich. Es macht nachdenklich, ne? Irgendwie. Ich guck mal kurz. Dateipfad öffnen ist auch nur eine 13,9 Megabyte große Exe-Datei. Aber ist schon, hat schon was, dorthin zu kriegen. Tukimi Fighters. Press, was? Push Shot. Wo ist denn Shot? Ist das Shot? Yo. Stage 1. We are Tukimi Fighters. Das ist tatsächlich so ein bisschen was in die Richtung der Spiele, die ich mag. Also in die Richtung. Ich spiele es sehr selten, aber ich mag diese Spiele, wo man halt von links nach rechts durchschwubbelt und ganz viele Gegner bekommt. Sowas hier mag ich eigentlich nicht so, wo man dann halt sich selbst so fett wird, dass man eigentlich irgendwann getroffen werden muss, quasi. Ne? Und mit jedem Teil, was man ansammelt, bekommt man auch neue Attacken. Das ist schon nicht schlecht. Aber ich mag dann tatsächlich eher sowas, wie gesagt, wie bei Medikalat, wo man eine Person bleibt und so eine gewisse Storyline verfolgt. Ne? Ist aber auch ein gewisser Schutz natürlich. Man kann nicht besiegt werden, während man noch Teilchen von anderen dabei hat. Das finde ich natürlich ist dann schon wieder doch gut. Was heißt eigentlich Tokimi? Muss, glaube ich, irgendwie japanisch sein, aber ich habe das Wort noch nie gehört. Ist schon ein bisschen komisch, das Spiel, wa? So, Warning. Warning gibt es auch zum Beispiel bei Medikalat von dem Endgegner. Kam am Anfang so eine komische Tusse, die extrem stark war. Dann kam ein riesiger Kürbis, der einen auffressen wollte. Der Mann mit einer Pistole. Als nächstes kam dann so ein komisches, flauschiges Vieh, das mit einem Skorpionsschwanz auf einen geschossen hat. Dann kam nochmal der Mann mit der Pistole, dann wieder die vom Anfang. Dann kam nochmal der Mann mit der Pistole. Die vom Anfang wurde dann in so ein Kristall gesperrt, die dann nochmal kam. Dann musste man die Kristall zerballern. Dann sie aus dem Kristall raussaugen, dann hatte man sie auf der Seite und dann kam der Teufel, ging zu mir, also es ist ein bisschen übertrieben, aber gerade dieses extrem übertriebene mag ich. Komm her, du kleine Mistsau. Du kleine Mistsau! So, das ist mein Gegner. Ich dachte, das wäre so einer, ich dachte, warum geht er denn nicht tot? Was gehört noch zum Endgegner dazu? Dieses kleine Viech, was ich nicht treffen kann. Jetzt ist er weg. Schade. Haben wir ihn nicht gekillt. Hat zu lange gedauert. Gibt's bei Medikalat auch. Zum Ende ballern sie dir alles, was sie haben, an den Kopf und verschwinden dann. Wenn das halt zu lange dauert. Geht auch auf Zeit und natürlich gibt es verschiedene Schwierigkeitsgrade. Ist ja irgendwann kaum schaffbar. Manche Gegner kommen auch in einem bestimmten Schwierigkeitsgrad und Endgegner kriegen stärkere Fähigkeiten. Ich finde Medikalat aber übersichtlicher, weil das hier ist ja alles so blockig und man erkennt nicht wirklich was. Aber bei Medikalat hast du halt, ja, wie soll ich sagen? Bei Medikalat hast du tatsächlich so, da sieht man alles. Das ist sehr übersichtlich gemacht, auch wenn das Spiel nicht eben so für, ne, so leicht ist. Nee. Besiegt werden. Game over. Nö. Nö, will ich nicht. Ich wollte es nur mal wieder anspielen, aber es hat mir schon früher nie groß gefallen. Nein. Ist da was? Ich glaube, wir sind durch. Ich habe ja nicht viele Spiele rausgesucht im Vergleich zu den Hunderten, aber Hunderten, die ich als Kindchen gespielt habe. Nur ein paar, wo ich dachte, hört sich ganz gut an. Was haben wir denn hier noch so? Der Rest, das sieht so aus. Warte mal. Soll ich mal eben random was starten? Starten wir doch mal Summoning Wars. Oh, da stürzt er mir direkt ab. Okay. Summoning Wars kommt also in den Mülleimer.
Dann starten wir mal Battle for Westnoth. Sieht schon jetzt cool aus bis hierhin. Battle for Westnoth. Sogar mit Musik. Aber es ist nicht aufzunehmen. Geht nicht. Spiele ich also mal irgendwann alleine, wenn ich Bock dazu habe. Ich möchte euch das doch zeigen. Spielen wir mal dann Xrodon. Xrodon. Und zack. Wer ist das denn da? Wollen wir Spiel starten? Neues Profil. Leicht, normal, schwer. Ich kenne das Spiel nicht, also erstmal leicht, oder nicht? So, mein Name ist natürlich Kitsunaki. Erstellen. Spiel starten. Erstellen. Vorhandene Profile. Ich habe da gedrückt, ich habe da eingegeben und ich sage erstellen. Spiel lässt sich nicht starten. Mensch, das fängt ja gut an. Dann geben wir doch mal irgendwas Kürzeres ein. Kitsu zum Beispiel. Erstellen. Oder normal. Erstellen. Lässt sich nichts machen. Xrodon soll ein Spiel sein, was man hier, wie man das hier auch sieht, irgendwie so ein Dämon, so ein bisschen was wie Diablo halt sein, aber wenn es sich nicht starten lässt, bringt es sonst nichts. Scheiße programmiert, würde ich mal sagen. Mach. Tja, dann würde ich mal echt, das ist ja echt kacke. Xrodon. Aber wir haben, ich hab doch Diablo. Warum soll ich mich denn aufregen? Ich hab doch mein Diablo. Von daher muss ich mich gar nicht aufregen, weil, ne? Ich hab genug mit Diablo dann zu tun. Ich gucke mal eben, Rechtsklick. Dann gehe ich mal Dateipfad öffnen und minimiere das mal. Da gucke ich mir nämlich nachher mal an, was das so für ein Spiel ist. Also, indem ich die Spieledateien halt mir angucke. Ja. So ist das. Ja, ich gucke gerade hier auf dem Desktop, was wir so an Minigames hier noch haben. Was ich hier in diesem Mini-Let's Play noch raushaue. Aber der Rest sind echt alles Titel, wo ich sagen könnte, machen wir ein paar Folgen draus. Nö, sonst haben wir alles, ne? Schick, schick. Gut, meine Lieben. Ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wie fandet ihr denn dieses ganz viele Spiele mal kurz antesten und gucken, was das ist? Lasst es mir ruhig mal ein Kommi da, auch vielleicht, was ihr zu den einzelnen Spielen so meint. Ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen und tödelö. Guten Tag, hier sind wir bei Mugen Infantry. Nein, Everything versus Everything. Ist lange her, dass ich das gedattelt hatte. Na, lass mich doch mal spielen hier. Ich höre nichts. Machen wir mal Arcade. Dann wähle ich doch mal irgendwie. Das ist lange her, dass ich das gespielt habe hier. Es ist ein bisschen übertriebenes kleines Spiel hier. Ja, wie nehmen wir den? Na, den kennt ihr alle, ne? Wie wählt man überhaupt aus? Vielleicht sollte ich erstmal Training Options. Difficulty Hard 8. Da spinnt jemand. Machen wir doch mal Medium 3. Live 100%. Teillimit gibt es scheinbar nicht so wirklich. Game Speed normal. Wave-Volume, ja, MIDI-Volume, ja, Input-Configuration für den ersten Player, Key-Configuration. Was ist das denn bitte schön für eine Configuration? Configurator, Ich glaube,
Das ist in Ordnung. Gut. Okay, es geht halt bis da. Jetzt muss ich erstmal gucken hier. Ich höre zwar noch nichts, aber es ändert sich vielleicht noch. Oder ihr hört was und ich nur wieder nicht, wie das manchmal so ist. Arcade. So, dann das wollen wir doch mal gucken. Nehmen wir doch mal Naruto. Es geht natürlich wieder nicht. Oh. Gegen Mesh Figaro, der gerade einen kleinen Grafikfehler hat. Oh, jetzt höre ich was. Ist laut. Wie klein ist der denn? Ach ja, das ist... Was muss ich denn hier machen? Ich dachte eben, da wäre eine Bombe gelegt. Ja, ich, okay, also scheinbar haben wir hier einen starken Gegner, oder? Warte mal, das muss ich mal eben. Also nee, dann versuche ich mal andere. Ja, das ist, also irgendwie früher konnte ich das Spiel echt gut, aber ich glaube, ich habe auch das ein bisschen doof gelegt. Warte mal kurz. Ach, das ist ja nur ein kleines Duddle-Game hier. Das ist ja nichts Großes. Spieler 1, Configuration. Up, down, left, right. Und dann machen wir hier A, B, C und X, Y, Z. So kann ich dann besser, ne? So. Starch is not used. Von mir aus ist mir doch egal. Hauptsache, wir können jetzt zocken. Arcade. Gehen wir nochmal in die oberen Riegen hier. Ein Bone Golem. Na, dann wollen wir doch mal. Der ist, glaube ich, soweit ich weiß, aus Dingsbums hier. Gegen Asuma Sarutobi. Ja, da müsste man Naruto kennen. Ach ja, das ist schon ein schönes Liedchen. Ich hoffe mal, dass die GEMA hier nicht wieder reinfummelt. Okay, wir haben jetzt diesen Bone Golem kennengelernt. Ich finde den in der Lenkung sowas von starr. Wesker? Ein Paladin aus World of Warcraft. Na Mensch. Gegen Utakata. Das ist doch der den 8-Schwänzigen in sich hat. Also hier diesen. Ne, 7. Oder 6. Oder 7. Oder 6. Oder 7. Oh, was so. Ja, ist klar. Käse. Ich mache mir darauf erstmal einen auf. Volt Cola. Fight! Hauen wir einfach mal drauf. Ich glaube, das bringt ihm fast nichts an Schaden. Junge, Junge, Junge. So, jetzt sind wir für kurze Zeit das Gottesschild, soweit ich weiß. Also wir können gerade nicht... ja. Okay, das ist nicht so leicht. Ich würde mal sagen, den kann man nicht so gewinnen. Es ist ja auch ein Biju, ne? Also den er in sich hat. Also es ist ein Jinchuriki. Man müsste, wie gesagt, das kennen. Cerberus ist, glaube ich, aus Resident Evil. Dante, na, den kenne ich doch aus. Na, wie heißt das denn nochmal?
Na, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall kenne ich das. Gegen Wesker. Ui. Ja Mensch, damit kann ich doch leben. Ich muss zwar noch ein bisschen rumprobieren, was man hier so machen kann. Mensch. Das ist so Tekken für Arme, wisst ihr? Kann ich auch nach vorne schießen? Das würde mir wesentlich mehr bringen. So, mein Lieber. So, wir müssen auch mal gewinnen hier. Da unten links zählt ja, glaube ich, irgendeine Spezialenergie. Ist aber relativ egal. Ach, gucken mal, was haben wir denn hier noch so drin? Ein Diablo-Skeletten und der Tod. Na, Mensch, der Tod, der kann ja nicht so schwer zu spielen sein. Das Spiel ist übrigens schon viele Jahre alt. Es mag mittlerweile Updates geben. Fürchterliche Musik. In denen man dann andere Charaktere drin aufnehmen kann. Ich würde mal sagen, wir sind so ein bisschen overpowered, ne? So als Tod. Oh, jetzt ist da aber einer wütend. Na gut, ist ein bisschen zu gemein so als Tod, weil man hat einfach zu viele Spezialfähigkeiten. Was haben wir denn hier noch so? Warum heißt der Diablo der T-Rex? Aus welchem Spiel ist der? Ein Orc Warrior. Was? King Arthas? Mensch, den haben wir auch. Den Arthas, den Jungen, den ist es ja mal. Ohne Absturz. Jo, meine Lieben, einmal versuchen wir es noch. Ich habe nämlich auch in Erinnerung gehabt, dass dieses Spiel gerne abstürzt. Lalalala. Erstmal ein bisschen Popcorn naschen hier. Hadouken! Soyouken! Er lädt übrigens noch. Und bam. So, nochmal. Kate? Oh ja. Ja, das ist Naruto-Charaktere hier. Das ist Sonic. Das, das ist aus Bleach. Ja, also aus Naruto habe ich sehr viele Charaktere gefunden. Takuzu konnte auch verdammt viel. Der hat auch mehrere Stadien, ne? Und sowas. Ja, ja, aus Super Mario. Wen haben wir denn da ganz unten? Ja, Whitebeard müsste auch mega heftig sein. Gurren, die war, glaube ich, auch extrem stark.
Ja, Ninja Turtles, Charlotte wird auch immer. Ja, die gute Beatrix Kiddo haben wir natürlich auch. Female Ninja, aha. Hayato, wo auch immer die draus sind. Stride Hiryu. Strider Hiryu, habe ich mal auch irgendwo gesehen. Silver Samurai, Sinclair Omega Red. Das ist, glaube ich, aus hier Mega Man, ne? Ein Link. Noch ein Link. Kirby. Ja gut, den kennt auch jeder Star Fox, ne? Haben wir denn noch so? Er ist mir zu hell, ich kann nichts erkennen. Irgendwelche Charaktere halt. Ich glaube aber so an Final Fantasy. Das ist er. Ja, okay. Ja, der Joker. Muss auch mal sein. Hier haben wir Pokémonze. Aha. Mensch, das ist. Was will die denn hier können, außer schießen? Ja, manchmal fühlt man sich beim einen oder anderen Charakter sich ein bisschen verarscht. So zum Beispiel, ne? Man kann sich das umsonst holen. Wunder, oh Wunder. Das ist hier One Piece, ne? Ja, das stimmt wohl. Was können wir denn als Whitebeard? Bis zum nächsten Absturz können wir ja ruhig noch spielen. Ach so, jetzt müssen wir natürlich mal wieder, weil er merkt sich ja nichts, er ist ja blöd. Er ist ja Meisterstück der Programmierkunst. Hard 8, von mir aus machen wir auch Hard 8. Konfigural, nein, Flight. Ne. Und ist gut. Und Arcade. Ah, da ist es schwer abgeschnitten, da lassen wir es. Wie gesagt, das ist programmiert von Leuten, die wahrscheinlich bis 3 zählen können. Ich weiß es nicht, aber das bin ich auch von früher noch gewohnt, dass es dauernd immer abgestürzt ist. Man konnte sich nur aufregen. Ich wollte eigentlich nur mal kurz in das Spiel reingucken, was daraus so geworden ist, aber ihr seht es vielleicht nicht mehr. Ich schiebe es gerade in den Papierkorb und da bleibt es dann auch drin, bis es halt vernichtet wird. Ne? War immer ganz lustig. Als Kind habe ich das echt gesuchtet. Da hatte ich auch die Geduld, das immer wieder neu zu starten. Es ist ganz lustig. Die einzelnen Charaktere haben teilweise neben ihren normalen Attacken halt noch sonst wie viele Spezialboni. Zum Beispiel, wenn man einen Jinchuriki spielt und dann aktiviert man Kräfte, dann kriegt man da so ein Schwänzchen hinten und kann neue Attacken. Und auch bei Kakuzu war das hart. Der hat quasi, ja, beim ersten Dings läuft er da rum, beim zweiten hat er seinen Mantel verloren, beim dritten ist er dann so auseinandergewupscht und hat seine komischen Herzen da aktiviert, wer Naruto kennt. Ne, und das können halt einige Charaktere, ne, dass die echt so wirklich, ja, mehrere Zustände haben und jedes Mal neue Attacken. Und teilweise, gerade so, wenn man so die hohen Jinchuriki-Dinger hat, gerade es gibt, man kann auch zum Beispiel das Kyubi direkt lenken. Da machst du halt einmal so einen fetten Blast, der über den ganzen Bildschirm geht und dann ist eigentlich fast alles tot. Und die Gurin, die ist halt auch extrem stark, warum auch immer. Ich glaube, an der habe ich selbst ein bisschen rumprogrammiert. Deshalb ist es ein bisschen übertrieben, also weil ich halt immer verloren hatte und dann habe ich der halt einfach übertrieben alles hochgesetzt, ne? Ist ja auch egal. Ich wollte euch das nochmal kurz zeigen. Ja, war von Erfolg geprägt. Nun gut, braucht mal keinen Unsinn, ne? Wir sehen uns in einem anderen Let's Play wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und tödelö.